So, weiter geht's auch mit der Aufnahme, weil wir ja jetzt ein bisschen Optionalquest mitziehen. Und nicht erschrecken, ich habe ein anderes Schwert hinten dran, weil ich ja immer offscreen so ein bisschen, wie heißt das, Anpassung mache. Also Anpassung ist das falsche Wort dafür, aber ich mache ja noch in der alten Welt zum Beispiel Missionen fertig und das ist nämlich eine Wasserklinge jetzt. Deshalb mein Portfolio an Schwertern wird immer mehr. Und die ist zwar Rang 10, also die hat auch schon Materialien von der neuen Welt, aber ich habe keine Materialien farmen müssen. Ach, ich knack schon wieder. Moment. Tut mir leid, bitte, YouTube-Aufnahme. So, knacke ich immer noch? Ich sollte mich jetzt nicht mehr knacken. 1, 2, 3, 4. Deine Mutter ist ein Tier. Sie ist ein guter Mensch. Ich mag ihn gern. Und jetzt mach mir Kuchenplatte. Ja, da habe ich auch die Feuerklinge. Also jedenfalls vom Wert der alten Welt schon auf dem Maximum. 10 und das bildest dir bestimmt ein. Ach. Ja, Talismane sehen bei mir arm aus. Wir müssen jetzt mal ganz kurz ein bisschen hin und her reisen, damit ich die Ausrufezeichen abhole. Weil wir haben ja letztes Mal den Meisterrang um 1 gesteigert und jetzt geht's wieder in Optionalquest-Genudel. Ach, ich muss mit der direkt reden. Du meine Güte, wie die Basis wächst und je mehr Leute hier sind, desto mehr Zutaten brauchen wir für neue Gerichte. Wenn du mir unter die Pfoten greifst und den netten Leuten in der Ressourcenzentrale was bringst, wäre das wirklich hilfreich. Und zieh nicht auf nüchternen Magen los, miau, sonst haue ich dir mit dieser Kelle eins über den Schädel. Auch wenn du einen Helm trägst. Gedrehtes Starkhorn. Wie läuft's? Übrigens. So, das Lied, was wir gehört haben, bereitet mir Sorgen. Man sollte die Angelegenheiten selbst untersuchen. Muss ich jetzt wieder selbst hören, ob ich knacke? Ich weiß, in der Forschungsbasis steht auch noch einer mit Ausrufezeichen. Falls der Vulkaner in der neuen Welt ist, sind das wichtige Neuigkeiten. Und nicht von der guten Sorte. Es ist an uns, Veränderungen im uralten Wald zu finden. Brechen wir zu einer Expedition auf und schauen uns um. Wie ich hörte, gibt es hier nur Intelligenzbestien. Für die Herstellung ist man nicht so ganz ausgerichtet. Ich sag nur Feuer. Was brauchst du? Ach so, man kann jetzt auch hier Waffen schmieden und verbessern. Hey, was willst du? Ach, und hier für Beutezüge und Ersuchungen. Okay, die gab es vorher nicht an der Stelle. Das war ja alles ein bisschen aufgesplittert und das ist wahrscheinlich nur eine Hub-Verbesserung.
Wie bitte, du sollst Trinkhörner besorgen oder ist das Horn die Zutat? Das Horn ist das, was ich rauskriege als Zutat. Falls der Vulkaner in der neuen Welt ist, sind das wichtige Neuigkeiten. Und nicht von der guten Sorte. Es ist an uns, Veränderungen im uralten Wald zu finden. Brechen wir zu einer Expedition auf und schauen uns um. Wärmejuwel 2. Lass mich raten, wenn ich den einsetze, muss ich nicht mehr diese Wärmetränke trinken. Wird jedenfalls Sinn ergeben. Achso, ich habe nur einen Lieferantenquest bekommen. Dieses gedrehte Horn ist, glaube ich, von der normalen Kreatur. Ich muss auch mal offscreen, dass dieses Dodogma-Kiefer besorgen noch. Wenn ein derart mächtiger Drachenältester hier draußen ist, muss es dafür Beweise geben. Eine Art Veränderung. Beispielsweise bislang unbekannte Monster, die plötzlich auftauchen. Habe sogar in der Gegend schon getötet. Vulkanerspuren. Schauen wir uns um, ob wir mehr finden. Hä? Warte einen Moment. Diese Spuren sind... Das ist... Ist das, was ich glaube, dass es ist? Für einen Vulkan habe ich eigentlich genau das falsche Schwert gerade. Diese Kerben. Kein Zweifel. Er ist hier in der neuen Welt. Da sind auch Fußspuren eines ersten Viverianers. Ein erster Viverianer muss ganz in der Nähe sein. Schau! Ein erster Viverianer! Guck, da steht jemand. Er ist hier, von Anfang an hier. Schlafend, wach, kurz, lang. Schläft dort, erwacht hier, immer wieder aufs Neue. Dann erwacht er dort, schläft hier, wach, hier und dort. Es wird intensiver. Etwas hat begonnen, sich zu regen? Wir stehen vielleicht am Abgrund von etwas Großem, Partner. Bei dir auch? Ich wollte da lange schon mit dir drüber reden. Ich bin jetzt ein richtiger Mann. Wenn ich dich sehe, habe ich Gefühle und Bedürfnisse. Die Luft fühlt sich geladen an. Hey. Dieser Abtonort. Er ist noch warm. Ich hätte gedacht, die sagt jetzt, er ist total kalt. Hm? Diese Stacheln, sind die von... Thank you.
Nagakuka. Eine fliegende Ratte. Nagakuga! Wir haben als Erste einen in der neuen Welt gesehen. Gehen wir zurück und erzählen davon. Velkanaforsch. Ach so, na, du musst wieder genug Spuren finden, damit du den aufdeckst. Der andere an der Ältesten. Ihr habt also offenbar Spuren des Velkana im uralten Wald gefunden. Dann habt ihr einen Nagakuga gesehen. Eine Spezies, die nie zuvor in der neuen Welt gesichtet wurde. Und nun haben wir gerade einen Bericht erhalten, dass ein Glavenus in der Wildturmödnis gesehen wurde. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Wie ich? Nun, das letzte Mal, dass wir plötzliche Veränderungen in der Umwelt gesehen haben, war wegen der Ältestenwanderung, richtig? Ich denke, dass auch diesmal irgendein externer Faktor die Änderungen verursacht. Und der ist die Ursache dafür, dass der Nagakuga und der Glavenus durchgedreht sind. Und was denkt ihr? Ich stimme dem Boss zu. Ich denke, dass bald noch viel mehr Monster aus ihrem Versteck kommen, so wie der Nagakuga. Ihr verfügt über eine gute Intuition, ihr beide. Also gut, wir müssen mehr über diese frisch aktiven Monster herausbekommen und weitere Spuren des Velkana finden. Ich möchte, dass ihr den Nagakuga und den Glavenus untersucht. Untersucht. Das heißt, ihn irgendwas in den Kopf jagen. Nimm Abdrücke der Spuren und sammle Forschungspunkte, um die Anzeige für den Velkana-Forschungsfortschritt auf dem Ergebnisbildschirm zu füllen. Ist die Anzeige voll, ist die Untersuchung abgeschlossen. Velkana-Spuren findest du auch während optionalen Meisterrang-Quests und Expeditionen. Unsere Ziele sind der Nagakuga und der Glavenus. Und wo wir schon dabei sind, lass uns nach Velkana-Spuren Ausschau halten. Guten Abend, Lazarus. Weiß ich irgendwas über den Nagakuna? Natürlich nicht. Guten Abend, Shogi, und guten Abend, Anonymous. Wächst hier auf die Eisenklinge. Da gibt es keinen Vor- oder Nachteil. Wow! Die allererste Nagakuga-Untersuchung in der neuen Welt. Wir haben vielleicht Glück. Vor allem du hast damit überhaupt nichts zu tun, Frau. Weil du wirst einfach weggehen, sobald du ihn siehst. Und ich werde dann in die Fresse geboxt. Woran liegt das Knacken bei deinem Mikro? Moment.
Das ist natürlich jetzt alles wieder in der Aufnahme drin. Hallo? Test, Test. Das Knacken im Mikro kann immer passieren wegen dem Audio-Interface. Oder wenn der Voice-Meter überlastet ist. Spuren. Und ich habe keine andere Möglichkeit, außer den USB-Port zu wechseln. Damit das Mikro über einen anderen Port geht. Dämliche Audio-Interfaces. Falls ich jetzt mehr oder weniger knacke, ich kann nicht so viel tun gerade. Außer, dass ich den Rechner vielleicht nachher nochmal neu starten kann. Hier ist dahin, wo das Vieh vorhin gesehen wurde. Ich hoffe, der ist nicht so schlimm wie die Katze. Jetzt sagt keiner mehr was im Stream. Wahrscheinlich, weil ich jetzt überhaupt nicht mehr zu hören bin. Die Katze, die Säbelzahntiger-Flugkatze. Gut, ich bin immer noch zu hören. Danke für das Feedback. Barrios, das ist korrekt. So, genau hier war das. Ich sag hier gar nichts mehr. Voll guter Start. Sind nur Anjanas Spuren. Wahrscheinlich kommt das Vieh hier nicht vorbei. Den Anjanas habe ich schon auf maximal Forschungslevel. Ich habe auch gestern Nacht wegen Ressourcen in gehärteten getötet von Anjanas und es hat, ich glaube, irgendwie 6,5 Minuten gedauert. Deshalb habe ich die Wasserklinge nicht auch ausgerüstet gehabt. Mal gucken, was die auf dem Meisterrang jetzt geben.
Nur da leben ja welche. Mich gedacht, dass ich davon noch keinen erlegt hatte. Es ist einfach so krass, ey. Ich musste wirklich gestern Nacht auch mal googeln, von welchem Vieh ich eine gewisse Ressource bekomme. Ich weiß gar nicht mehr, was genau ich gegoogelt hatte. Weil einfach dementsprechend, was für eine Stufe das ist und wenn du noch alte Sachen sammelst, kann es ja auf dem Niedrigrang sein, Niedrig-Hochrang. Es kann auf dem, es kann auf dem Niedrigrang sein, es kann auf dem Hochrang sein, es kann auf dem Meisterrang sein. Und in jeder Rangstufe im Gebiet kriegt man andere Mineralien. Ich knister, weil das ein Feature ist im Stream. Analogstick nach oben zu drücken. Aber im Video wird es später nicht knistern. Irgendwie habe ich die Kackspur verloren. Kestodon, mach was. Endlich. Tigerameisen haben einen Jagdras getötet und seine Schuppe mitgenommen. Genauso ist es vorgefallen. Aber die Wildtier-Expertin interessiert sich ja für sowas nicht. Die interessiert sich nur für den geilen Scheiß. So, sollte er mir jetzt nicht genau zeigen, wo er ist.
ist er. Vorher noch die Stufe erhöht. Ups, falsche Taste, fängt gut an. Geht her, ich bin Profi. Erstmal gucken, ob du was kannst. Guten Abend, Lumen. Eklig. Ach so, der hängt mit seinem Schwanz dann fest, weil es so ähnlich ist wie einen, keine Ahnung, Morgenstern. Ach komm schon. Sieht eher aus, wenn sich eine Ratte mit einer Raubkatze gepaart hätte. Die Liebe basierte auf Gegenseitigkeit. Und die Fledermaus, die war nur dazwischen, die hat nur zugeschaut dabei. Guten Abend, Falkenblau. Jordle kann es überhaupt nicht sein, übrigens, weil Jordle muss ein Hängebauchschwein sein. Shit, wird wütend. Ach, der kriegt rote Augen, wenn er wütend ist.
Neue Taktik übrigens. Dunkapsel ins Gesicht, dann ist der nicht mehr aggro und haut ab. Da muss ich den zwar ein bisschen hinterherlaufen, aber ich spare mir die Aggro-Phase. Nein, das will ich jetzt nicht immer machen, es kostet mich auch viel Zeit. Ich dachte immer, alle Kinder der Liebe sind auf Alkohol gezeugt. Auf Alkohol gezeugt. Verdammt, ich spare mir doch nicht die Aggro-Phase, weil er immer noch aggro ist. Oder doch nicht? Ne, jetzt nicht mehr. Und in die Wand. Scheiße. Was hast du davon? Dass die so mit ihrem Gesicht rumhampeln müssen, ey. Das war keine so gute Session.
Warum ist die Hundecam im Stream ohne Hund? Weil er ein freies Wesen ist und nicht gefangen ist in meiner Wohnung. Deshalb kann er auch mal woanders sein in der Wohnung. Oh, ich krieg die Krise, ey. Die haben einfach einen zu kleinen Schädel. Weiß. Mich. Hat er mich übersehen? Oder flieht er? Ach, er will fressen. Beachte mich! Ich habe ein Schwert. Alter. Junge, ey. Oh, ihr dämlichen Viecher. Was lauft denn gerade an uns vorbei hier? Das Spiel will mich echt verarschen.
Nein! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der mit dem Schwanz so viel Schaden macht. Wenn er mich voll erwischt. Dann macht euren Revierkampf. Ich wollte nur aus Spaß mal ein bisschen Partylicht machen. Guten Abend, Nordwicht. Es fürchtet sich. Tja, du warst bei der König des Dschungels. Boah, das kann nicht wahr sein. Dämliche Rumgebrülle. Alles scheiße. Und jetzt. Ich liebe sie. Ah, oh, guter Kopfhit. Findet er nicht so geil?
Wie war es nochmal? MHW und Entspannung? Also ich fühle mich voll entspannt. Seitdem ich Monster Hunter World spiele, denke ich auch wieder darüber nach, zu meditieren. Na komm, der Mann zerhält nicht so lange. Das war ein Fehler von dir. In dein Ohr. Ach, ich habe gar keine Munition. Tja. Scheiße. Hallo? Sterbe nicht bei meiner Entspannung. Du hast da übrigens Besuch. Und in die Wand. Knirscht dabei vor allem so mit den Zähnen, dass ich eine. Ich sollte mal lieber eine Beißschiene beim Spielen tragen. Jetzt bringt er mich um. Ja, jetzt. Danke, Neurönchen, für Stufe 1 Abo. Vielen Dank.
Sehr schön. Ja, benutzt die Kralle in den Pilz rein, ey. Viel von seinem Schwanz hat er aber nicht verloren. Das war mal das Flaggschiff-Monster aus einem Monster Hunter-Teil, okay. Ja, tut mir leid, ich habe früher die Monster Hunter nicht spielen können. Weil Konsolenmangel. Deshalb bin ich ja auch so ein Noob. Obwohl ich immer relativ gut durchkomme. Guter Hit. Ich habe übrigens ein wenig Sorge, dass mir die Zeit nicht ausreicht. Wodurch hat der mich denn jetzt verwundet? Nix da. Hier werden keine Notsignale geschickt. Warum soll ich mir von irgendjemandem hochleveln durch die Scheiße ziehen lassen? Ich muss nur das Monster schneller finden.
go. Sind noch knapp über 5 Minuten. Kann ich ihn überhaupt fangen? Ach, ich habe keine Betäubungssachen dabei. Also klar, man kann den fangen, aber ich habe keine... Ich habe nur die Fallgrube mit. Der Mantel. Ja, doof. Oh, der hat da an mir vorbeigeschlagen! Betrug! Oh, das hasse ich. Mit einem vernünftigen Finisher. Ich würde von der Uhr links oben sagen, werden wir gleich sehen, wie lange die Jagd gedauert hat. 48 Minuten, ich denke mal 2 Minuten wäre es noch drin gewesen.
Hier, nimm eine Wurst. Oh, danke, ich liebe Fleisch. Die ist ja vegan. Ja, 48 Minuten. Mein Gott, wie gut getippt, ey. 1 Minute 53 war noch übrig. Ich hatte ja noch eine halbe Ewigkeit Zeit. Ja, ich weiß, bin Offline-Modus. Hoffentlich können wir während der nächsten Jagd mehr Velkana-Spuren finden. Also sollte ich meinem Set wieder Betäubungsdinger mit reinmachen. Ich bin ja nicht hier zum Farmen. So, auf YouTube geht's dann das nächste Mal weiter mit der nächsten Mission. Was müssen wir dann töten? Namens Coppola. Ich muss ja mal ein bisschen spekulieren. Ich kenne nicht alle Monster. Ich glaube, Wasserschwert macht sich dann macht gleich Sinn. Weil die brennende Klinge, ja, sieht doch nach einem Feuer-Pokémon aus. In dem Sinne.